Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir machen uns aktuell gemütlich ein bisschen weiter auf in Richtung der Goronen und da kommt uns schon jemand entgegengerannt. Mal fragen, wer das ist. Moin, wer sind Sie und warum rennen Sie so schnell? Meine armen Zehen. Entschuldige, aber kann ich mich erstmal unterstellen, bevor wir uns unterhalten? Baden ist zwar eine feine Sache, aber nicht in kaltem Regenwasser. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Dann, ja, renn mal weiter. Ich gehe mal eben hier hin und drehe mal gerade die Zeit um. Alter, hier sieht das aber schön aus. Regen, Sonne, es ist einfach alles am Start. Das ist aber ganz schnell. Los, los, los. Und jetzt da, Zeit und gib ihm. Mal sehen, wo mich das hinführt. Gibt's hier oben irgendwas Schönes? Auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Und Kisten sind richtig und wichtig, das wisst ihr ja. Große Sonau-Energiesphäre. Schön. Und da vorne, meine Lieben, lauert auch schon der nächste Turm. Ich frage mich ja, wo ist der andere? Muss irgendwo ja noch einer sein für dieses Gebiet. Na, wir sehen es gleich. Vielleicht verwechsel ich das auch und das ist nicht der Goronenturm. Und der Goronenturm ist ein bisschen weiter hinten drin, ne? Im Goronengebiet, das kann natürlich sein. Jetzt gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Dafür mache ich mir mal eine Markierung dahin. Schabings. Und dann folgen wir doch einfach mal dem roten Licht. So, los, los, los. Schön weiter hin da. Wir sind ja, wie sagt man, ganz nah. Ich trickse hier wieder ein bisschen, damit die Ausdauer möglichst noch durchhält. Oh, guck mal, ich habe sogar super erholte Ausdauer. Hätte ich gar nicht tricksen müssen. So. Turm in der Schlucht von Eldin. Zack. Soll das hier so rumliegen? Ich glaube, das gehört da rein, oder? Was für ein Ärger. Oh, oh, bist du wegen des Kartografieturms hier? Tut mir leid, hier ist gerade ein ziemliches Durcheinander. Durcheinander? Was denn los? Ein riesiges Trümmerstück ist vom Himmel gefallen und hat den Kartografieturm erwischt. Dabei ist die Abdeckung oben auf dem Turm abgerissen. Das heißt, der Turm ist oben einfach offen. Und außerdem lässt sich der Eingang nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich würde sich der Eingang öffnen, wenn man die Lesevorrichtung dort drinnen benutzen würde. Aber man kommt ja nicht rein. Okay, wir müssen also nach oben. Ja, Leute, da fällt mir eigentlich nur eins ein, ne? Können wir dieses Ding denn benutzen? Ne, es ist leider fest. Ah, gut, okay. Ja, dann bauen wir uns mal irgendwas, ne? So, pass auf. Aber wir haben ja leider nichts als irgendwie... Nichts, was man irgendwie nehmen kann. Wir brauchen mal irgendwas, was man... Und verwenden kann. Ein Holzbrett, irgendwas, weil wir haben ja nichts. Hier ist ja wirklich rein gar nichts. Wir könnten höchstens versuchen mit von einer der schwebenden Inseln. Guck mal da. Da kommt doch was, das nehmen wir. Und los. Nee, Mann. Das wollte ich machen. Und ab geht's bitte. So, so hoch wie es geht, dann können wir nämlich so ja locker in den Turm rein schweben. Guck mal, easy. So, vorsichtig. Vorsichtig durchgleiten. Und hinab. Weiter vorsichtig hinab. So, guck mal. Nun werden wir mal die Lesevorrichtung hier innen drin verwenden und dann geht es auch schon wieder. Wie hast du das geschafft? Wow.
Oh, genau wie ich es mir dachte. Die Vorrichtung drinnen hat den Eingang geöffnet. Das hat mir wirklich geholfen. Ich bin dir sehr dankbar. Gut, dann ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus, bevor ich aufbreche, um meine nächste Aufgabe zu erledigen. Ja, mach das mal, ne? Ich werde derweil da mal eben kartografieren, ja? Auf geht's. Up, up and away. Und Schuss! Wuhu! So, da hinten ist schon mal noch ein Turm. Und da ist auch noch was. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollten wir uns auch erstmal dran machen, die Welt zu erkunden, oder? Dass wir einfach mal alle Türme finden. Damit die Welt aufgedeckt ist, wäre vielleicht gar nicht so unclever. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Schön. Und den Himmel auch noch eben. Deine Himmelskarte wurde ebenfalls aktualisiert. So Leute, jetzt geht's ab und hinab. So, warte, bevor wir das weiter runterfahren, hier ist doch schon direkt was. Guck mal. Jui. So, ich habe da ein gutes Gefühl. Oh, hallo. Was ist mit dir denn los? Du wirst doch nur mit Stein oder was? Cool. Klöter, Klöter. So, und dann haben wir ein Beta-Konstruktor-Horn. Das würde ich ja gern mal... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hör mal, witzig, dass du da angefahren kommst. Nice. Oh nein, das Horn wollte ich nicht einsammeln. Egal. Okay, mach mal aus den Apparat. So. Okay. Wo geht das hier hin? Das führt einfach nur ins Nichts, ne? Das führt einfach nur in den Tod. Okay, alles klar. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen... Zunächst einmal, wo war denn jetzt hier dieses Horn? Ja, das wollte ich nämlich mit diesem Ding verbinden. Haha! Dann haben wir 19 Schaden hier. Das ist mal eine ordentliche Hausnummer. Und dann können wir ja theoretisch, weil es halt cool ist. Nee, ach, ich kann auch eine Lore an eine Waffe dran machen, selbstverständlich. Selbstverständlich kann ich eine Lore an eine Waffe ran machen. Hier komme ich auf die Idee, dass man das nicht könnte. Ist mir unbegreiflich. So, dann nehmen wir den Apparat. So, da haben wir schon mal zwei Loren am Start. Da noch eine dritte, weil alle guten Dinge sind halt drei. Ich habe halt Bock, so einen Zug zu bauen. Ne? Züge machen Spaß. Züge sind cool. So, was wir dann auf jeden Fall brauchen, damit wir auch ordentlich vorankommen, sind noch ein paar Lüfter. Ein Lüfter ist halt einfach echt ein bisschen wenig, ne? Da kommst du ja nicht voran. Es dürfen ruhig schon zwei Lüfter sein. Noch besser wahrscheinlich drei Lüfter, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Es muss ja auch einfach mal vorangehen. So, alle guten Dinge sind drei. Und damit die Dinger auch ordentlich lange halten, noch ein paar extra Batterien. Das ist nämlich genau, wie ich mir dann dachte, das sind extra Batterien. Die werden als erstes aufgebraucht, bevor dann der Rest aufgebraucht wird. Also schon mal ganz cool. Packen wir jetzt erstmal dahin. So, dann rein in unser Gefährt. Und ich müsste ja theoretisch einfach nur hier jetzt draufhauen können, ne? Ne, dann macht das nix. Na gut, dann müsste ich da hinten draufhauen. Los geht's! Oh, oh. Das war ein Fehler, so viel auf einmal. Oh, oh, oh. Die Kurven sind ein Problem. Weiter, weiter, weiter! Weiter, du schaffst es!
Jo, den habe ich ja direkt one-geschottet hier. Der war ja direkt im Arsch. Nice. So, was ist das hier unten? Das sieht wertvoll aus. Ich bereue, das getan zu haben, weil ich muss jetzt auch wieder hoch. Und das wird, glaube ich, schwierig. Na doch, könnte klappen. Okay, so, los geht's. Vorsichtig hochklettern hier bitte. Ein Stress, ne? Ja, wir sind ja nicht auf der Flucht. Wir sind ganz entspannt hier. Noch Kaffee? Nee. Ist auch ein bisschen spät inzwischen für Kaffee. So, okay. Geht das nun weiter? Ja, das können wir ausmachen. Ist gut. Wir müssen jetzt nach oben. Da können wir wahrscheinlich durch die Decke gehen. Schwimmen, 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 dachte der Wal. Und wedelte mit seinen Flossen. Ist hier ein Schrein oder sowas? Wo sind wir hier? Erstmal ein bisschen umgucken. Farblich auf jeden Fall immer der Knaller. Find's mega cool, wenn das so schön peppig bunt ist. Diese ganzen schwebenden Inseln sind alle immer so ziemlich peppig bunt. Okay, hier sind ein paar Konstrukte, aber die sind wohl alle jenseits von Gut und Böse. Wir machen diesmal nicht mehr so viele Wagen dran, auch wenn es witzig war. Aber man kommt damit nicht so gut um eine Kurve rum, ne? Das muss man ganz klar sagen. Sollten wir mal... Upsala. Nee, das wollte ich haben, danke. Das sollten wir doch lieber vermeiden. So, aber ist kein Problem. Klötern mal einen hier links ran, genau. Und dann klötern wir noch einen rechts ran. So. Und weil es cool ist, klötern wir nochmal Strom drauf und da auch nochmal Strom drauf. So, und damit sollten wir weiterkommen. Tsching! Oh, ja doch, mit einem Wagen, da fährt sich das doch deutlich besser, ne? Das muss man schon sagen. Das geht solider voran. Oh, um die Kurve rum. Die Kurve hätten wir sonst auch nicht geschafft. Das sage ich euch. Und aus! Da sind wir doch schon. Das ist halt... Bockt halt irgendwie, ne? Also, was soll ich sagen? Es ist... Sie haben sich mal wieder selbst übertroffen, die Boys and Girls da. Ohne Spaß. Wieder war ich skeptisch und wieder wurde ich eines Besseren belehrt. So. Das schafft aber irgendwie nur so das Zelda-Team, ne? Die sind halt wirklich, die sind krass. Und die Mario Kart-Leute sind ja auch ganz gut drauf. Wobei da in letzter Zeit nichts Cooles Neues passiert ist, aber gut drauf sind die trotzdem. So, lass mich raten. Muss ich einen Stein hinbringen? Nee, oder? Nee, das sieht aus wie so ein... Doch. Kada-Una-Schrein. Nee, müssen wir einfach nur so rein, oder was? Wenn wir so reingehen, ne? Na dann. Wenn wir schon mal da sind. Bitte lass mich nicht nackt sein, ne? Bitte keine Prüfung der Stärke oder so. Keine Prüfung des Willens. Ich möchte bitte einfach nur da hinein. Das wäre mir recht. Wenn du Leitern hochklettern, musst du dir um deine Ausdauer keine Sorgen machen. Ist gut. Ist gut, ist gut. Wasserwege. Sieht jetzt nicht unbedingt nach Wasser aus. Das sieht jetzt eher aus wie Lava. Okay. Aha, ich kann das einfach so verschieben, oder was?
So, so, so und so. Okay, das war ja erstmal einfach. Guck mal her. So, was ist das hier? Müssen wir einfach wegsprengen oder was ist da los? Das sieht sprengbar aus. Ja, Moment, das kriegen wir ja wohl wahrscheinlich zerballert. Ich muss nur erstmal gucken, habe ich hier irgendwo noch so eine Frucht am Start? So eine, ihr wisst schon. So eine bombige? Irgendwann beim endlos großen Inventar wird ja wohl vielleicht sich so eine Frucht befinden. Da. Also, ich würde mal vorschlagen, so als Game-Verbesserung, dass man für den nach oben Auswahlknöpfchen hier, ne? Dass man da sozusagen nach Typ, kannst ja sortieren, hier gibt es so Sortierungen, nach Typ, nach Angriffsstärke, am häufigsten verwendet, hilfreich, ne? Dass man so eine Art Favoritenleiste einbaut, weißt du, dass ich selber sagen kann, das ist ein Favorit von mir, dass ich so definieren kann, das sind meine Favoriten und die möchte ich bitte haben, also man kann die Sortierungen haben und dann nach Favoriten oder so und in der Favoritenleiste ist nur das, was ich selber als Favorit markiert habe. Das wäre noch eine coole Ergänzung, das wäre cool, wenn man das noch einbauen würde. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der es ein bisschen anstrengend findet, durch dieses riesige Ding durchzugucken. Also ich finde es gut, dass es so viele Items gibt. Ist ja auch cool. Aber bisweilen dann doch etwas anstrengend. So, pass auf. Wir müssen jetzt ja da irgendwie nach oben. Machen wir einfach Folgendes. Kurz heiße Füße bekommen, aber egal. Starker Konstruktbogen. Mal schauen. Na, kommt der hier weg, ne? Dankeschön. Dum, dum, dum. Bam, bam, bam. Ja, jetzt müssen wir nur noch darüber. Der beste Weg, um das zu erreichen. Ups. Wahrscheinlich folgender. Was klötert hier nicht runter, ne? Warte mal. Können so Baumaterial schaffen. Guck mal. Wir bauen uns einfach eine Brücke. So, Moment. Das ist nicht der Weg, wie man es machen soll, aber hey. Es ist ein lustiger Weg und es ist mein Weg. Deswegen, wir bauen uns eine Brücke. Ja, Hahn ist ja gut, bleib mal entspannt. Meine Lieben, der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.